Als nächstes darf ich Herrn Dr. H.C. Jörg-Uwe Hahn das Wort erteilen von der Fraktion der Freien Demokraten. Frau Präsidentin. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Bauer, Sie haben es ja verstanden. Umso interessanter oder man könnte auch sagen dreister ist Ihr Redebeitrag eben gewesen. Es geht nicht um die Frage, ob das Volumen aus Sicht der Betroffenen nicht auskömmlich ist. Ein wörtliches Zitat von Ihnen eben. Das Volumen ist aus Sicht der Betroffenen nicht auskömmlich. Nein, es geht schlicht darum, dass das, was Sie hier vorgeschlagen haben, verfassungswidrig ist. Schlicht und ergreifend verfassungswidrig ist. Und das wollen Sie anscheinend nicht zur Kenntnis nehmen. Denn dann kommt ja die nächste Schleife, die Sie drehen, und bestimmt der Innenminister gleich auch noch einmal, und der Kollege oder die Kollegin der GRÜNEN bestimmt auch noch einmal. Man soll ein anderes Bundesland sagen, das es anders gemacht hat. Herr Bauer, das ist, mit Verlaub gesagt, egal. Es gibt keine Gleichheit im Unrecht. Es gibt keine Gleichheit im Unrecht. Das ist ein Wissen, das jedenfalls im Verwaltungsrecht man im ersten Semester erzählt bekommt, und auch vollkommen zu Recht. Stellen Sie sich doch einmal vor, wenn ich Ihre Argumentation jetzt einmal übertrage auf Menschen, die dem Staat etwas schulden, ein Steuerschuldner, der 1 Million zahlen soll, sagt, sorry, meine Lebensunternehmensfamilienplanung ist so, das kann ich erst frühestens in 3-4 Jahren machen. Was sagt denn da der Finanzminister? Der sagt, du musst das jetzt zahlen. Und warum sagt der Finanzminister das? Zu Recht. Weil jetzt ist die Fälligkeit da. Jetzt hat der Schuldner zu zahlen und nicht irgendwann später. Genau so verhalten Sie sich aber wie der Steuerschuldner, der sagt, weil ich jetzt nicht genug Geld in der Kasse habe, kann ich leider das, was ich dem Staat schulde, nicht zahlen. Was ist denn mit jemandem, der eine Straftat begangen hat und der zu einer Geldstrafe verurteilt worden ist? Kann der jetzt auch auf einmal zum Land Hessen kommen und sagen, Herr Justizminister, ich bitte Gnade vor Recht, weil ich kann es jetzt nicht zahlen, meine persönliche Lebensplanung ist eine andere. Genau so verhalten Sie sich aber als Land Hessen, als erste Gewalt in diesem Lande, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist verfassungswidrig und deshalb ist es schäbig. Da können Sie auch, Herr Bauer, noch so viel lachen darüber. Ich habe ja das Gefühl, dass es ein Lachen der eigenen Unvollkommenheit ist. Sie haben schlicht falsche Prioritäten im Haushalt gesetzt, und das über Jahre hinweg. Und deshalb haben Sie jetzt die Suppe auszulöffeln. Aber Sie haben sie auch auszulöffeln. Weil wer hat sich denn an die Verfassung zu halten, wenn nicht wir? Wenn nicht die erste Gewalt in diesem Hause, in diesem Land? Wir sind diejenigen, die Gesetze machen, beziehungsweise der Bundesgesetzgeber. Und dann sagen wir den Bürgerinnen und Bürgern, ist ja alles gut. Ihr müsst euch daran halten. Aber wir doch nicht, weil wir gerade eine andere Finanzplanung haben. Deshalb können wir leider das nicht tun. Herr Bauer, das ist doch wirklich nur noch lächerlich. Und deshalb kommen Sie mir bitte nicht mehr, und das gilt für die gesamte Regierung, mit der Begründung, es gibt kein anderes Bundesland. Ich habe da gar nicht nachrecherchiert, weil es interessiert mich nicht. Ich habe als Jurist gelernt, dass man einen Sachverhalt ordentlich aufarbeitet und dass man dann eine rechtliche Würdigung anlegt. Der Sachverhalt ist aufgearbeitet, ist ja unstreitig, steht ja sogar in Ihrem Gesetzentwurf drin, dass es verfassungswidrig ist. Also muss ich die Verfassungswidrigkeit ändern und nicht hier rumschwurbeln und hier rum erzählen, was man alles noch hätte machen können und dass wir doch richtig geile Typen sind. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, verfassungswidrig bleibt verfassungswidrig, auch wenn Sie das ganz offensichtlich nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Jetzt weiß ich aus der Anhörung, war ja auch für jemanden, der eine rechtliche Auffassung vorher schon sich selbst gebildet hatte und die auch bestätigt worden ist, neu, als ich da die Anzuhörenden fragte, was halten Sie denn davon, wenn der Gesetzentwurf zurückgezogen wird? Und da kommt ja Ihr totales Dilemma zutage. Da haben die doch alle gesagt, Hahn, Hahn, Vorsicht, Vorsicht, so auf keinen Fall. Weil wenn das Gesetz jetzt wegläuft, wenn es zum Beispiel zurückgezogen würde, dann bekommen wir einen noch verfassungswidrigen Zustand, nämlich den jetzigen. Habe ich verstanden? Also ist die Folgerung von der Kollegin Hoffmann die einzig richtige. Wegen mir, damit wenigstens ein bisschen man sich der Verfassungsgemäßheit annähert, beschließen Sie dieses Gesetz.
Aber wir erwarten von der Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen von CDU und GRÜNE, dass sie in der nächsten Plenarsitzung einen Gesetzentwurf vorlegen, der aus dem verfassungswidrigen Zustand einen verfassungsgemäßen Zustand macht. Das ist Ihre Aufgabe. Und dann können Sie dabei auch, da fällt mir jetzt auch so richtig Praktisches nicht ein, deshalb haben wir auch keinen Änderungsantrag vorgelegt, das Problem noch einmal bearbeiten, das Frau Hoffmann eben angesprochen hat, was ja weder von ihr noch von mir kommt, sondern vom Bund der Vollzugsbediensteten, die gesagt haben, da ist eine Unwucht, hat es die Heike gerade umschrieben. Auch das ist nach meiner Meinung wiederum eine Verfassungswidrigkeit. Aber darüber kann man sich jetzt rechtlich streiten, dass das Problem dann mit der unteren Besoldung, die Sie abschaffen, und dann den daraus folgenden Fragen für untere Besoldung in anderen Bereichen herauskommt. Letzte These von mir ist, wenn Sie nicht bald in die Puschen kommen, wenn Sie nicht bald das beachten, was wir gesagt haben, Herr Kollege Frömmrich, es ist eine erhebliche Überheblichkeit, wenn man so tut, als wenn die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unwichtig sind, nur weil sie ihre Kasse überzogen haben. Das ist doch der ganze Grund, weil sie ihre Kasse überzogen haben. Und deshalb sind sie nicht mehr in der Lage, es zu bezahlen. Denken Sie an die Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Verwaltung. Die ist arg gefährdet. Wir können ja sehen, wenn Sie das so weiterspielen, wie die weiteren Zahlen der Menschen sind, die nach Hessen wollen oder die aus Hessen weggehen. Ich habe so eine Ahnung davon, das sind viel zu viele. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Herrn Jürgen Frömmrich von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort erteilen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also mich erstaunt schon, dass ich von diesem Pult jetzt von zwei Juristen hintereinander gehört habe, dass das alles verfassungswidrig ist und dass das hier mehrfach wiederholt worden ist. Ich bin nun kein studierter Jurist, aber ich habe zumindest den Eindruck, dass bei uns die Rechtsprechung über die Verfassungswidrigkeit von irgendetwas bei uns nicht im Plenum des Hessischen Landtags festgestellt wird, sondern vor dem Bundesverfassungsgericht oder den anderen Obergerichten. Aber Herr Kollege Hahn weiß das wahrscheinlich besser. Zweiter Punkt. Man merkt ja ein bisschen an der Debatte, wie Sie versuchen, daraus Ihren Honig zu saugen. Aber der Kollege Bauer hat ja schon darauf hingewiesen. Es ist ja kein Alleinstellungsmerkmal Hessens. Und darauf hat Herr Kollege Bauer ja nicht hingewiesen, weil er sagen wollte, deswegen können wir das weitermachen. Sondern Kollege Bauer hat darauf hingewiesen, weil er damit deutlich machen wollte, in welchem Prozess wir als Bundesländer insgesamt sind, nämlich was die Frage der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes angeht. Das, was wir hier seinerzeit als Besoldungsgesetze verabschiedet haben, das war ja, wenn Sie vielleicht mal das VGE-Urteil aus Frankfurt nachlesen oder auch den Satz aus dem VGH-Urteil, wo festgestellt worden ist, dass bis zu dem Zeitpunkt, als das Bundesverfassungsgericht 2020 seine Rechtsprechung geändert hat und die Parameter verändert hat, dass bis da auch die Besoldung im Lande Hessen verfassungskonform war. Durch die Anpassung dieser Parameter, durch diese Anpassung ist es erst in die Verfassungsmäßigkeit gerückt. Bei aller Debatte über dieses Gesetz muss man doch diese Tatsachen einfach mal zur Kenntnis nehmen, vielleicht auch als Jurist, Herr Kollege Hahn. Und es ist doch keine Petitesse. Ich lese Ihnen das gerne noch einmal vor. Ich habe es in der ersten Lesung schon gesagt. Berlin, Bremen, Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen, Saarland, Sachsen-Anhalt sind doch alles Bundesländer, die auch von Regierungen regiert sind, die nicht schwarz-grün sind, sondern wo die SPD die Ministerpräsidenten zum Teil steht. Die haben alle die gleichen Probleme, weil die Tatsache, die ich gerade versucht habe zu beschreiben, in diesen Ländern genauso zu Buche schlägt. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns die Debatte doch mal ein bisschen versachlichen und vielleicht über die Probleme an sich reden und über das, was wir Ihnen vorgelegt haben. Und wir haben ja nicht gesagt, dass wir keine Einsicht in diese Problematik haben, sondern wir haben gesagt,
Wir wollen mit einem ersten Schritt den Versuch unternehmen, die zu erwartenden Urteile auch des Bundesverfassungsgerichts und der Vorlagebeschluss des VGH geht ja in die Richtung. Wir wollen schon Schritte gehen, die in diese Richtung gehen. Und das legen wir Ihnen hier vor, Herr Kollege und liebe Frau Kollegin, und nicht mehr und nicht weniger. Und das sollte man doch wenigstens in einer solchen Debatte zur Kenntnis nehmen. Zweiter Punkt. Es ist doch keine Petitesse, die wir hier vorlegen. Wir legen einen Gesetzentwurf vor, der in 2023, 2024 jeweils 3% Erhöhung zusätzlich ansieht. Zusätzlich zu 2,2% in 2023, die sowieso schon gestiegen sind, und 1,89%, die in 2023 noch dazukommen. Wir legen also hier insgesamt ein Werk vor, was in diesen beiden Jahren mit den Anpassungen und mit den Steigerungen insgesamt ein Mehr von 10% ist. Da kann man doch nicht so tun, als sei das hier nichts und seien das keine kleinen Schritte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mehrausgaben von 657 Millionen Euro. 657 Millionen Euro in der letzten Stufe. Da kann man doch nicht allen Ernstes hier vorne auch als Haushaltsgesetzgeber, und auch Sie sind mit Haushaltsgesetzgeber, sich hier hinstellen und davon reden, dass das kleine Schritte und Petitessen sind. Das geht doch nicht. Sie führen diese Debatte, finde ich, in die verkehrte Richtung. Und wir haben doch hier auch Dinge vorgelegt, die wirklich für die Beamtinnen und Beamte und für unsere Beschäftigten in die richtige Richtung gehen. Also, Familienzuschläge werden erhöht. 100 Euro plus fürs erste und fürs zweite Kind. Das ist doch nicht nichts. 300 Euro für jedes weitere Kind. Das ist doch nicht nichts. Ausgerechnet die Linkspartei stellt sich hier hin und macht das Thema Familienzuschläge zum Thema. Ich frage mal die sozialpolitische Kompetenz Ihrer Fraktion an. Was sagen Sie hier zu Familienzuschlägen, dass Sie die Erhöhung der Familienzuschläge kritisieren? Das ist ja geradezu absurd. Geradezu absurd, Herr Kollege. Überall reden wir darüber, dass gerade Familien mit Kindern, mit vielen Kindern, Probleme haben, sozusagen ihren Alltag zu bestreiten. Jetzt geht diese Landesregierung her und zieht die Schlussfolgerungen daraus für die Beamtenschaft und sagt, wir legen hier noch einmal deutlich an Familienzuschlägen drauf. Und ausgerechnet die Linkspartei in diesem Hause kritisiert das. Es ist geradezu absurd, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will auch noch einmal ansprechen, dass wir natürlich nach dieser zweiten Lesung, und wir werden das ja am Donnerstag als dritte Lesung haben, dass wir uns natürlich insgesamt Gedanken darüber machen, wie wir die Beamtenbesoldung in ein anderes Lot bringen, wie wir das zusammenführen, was das Bundesverfassungsgericht gesprochen hat und was wir als Haushaltsgesetzgeber nachvollziehen müssen. Natürlich brauchen wir diese Debatte darüber. Natürlich müssen wir möglicherweise in der nächsten Legislaturperiode uns auch mit einer Expertenkommission einmal schlau machen, ob das, was wir zurzeit auch an rechtlichen Regelungen haben, noch zeitgemäß ist. Frau Prof. Ferber hat das in der Anhörung ja gesagt. Ich zitiere Sie da mal. Sie hat gesagt, man sollte sich bitte schön endlich der Debatte um die Fortentwicklung des Alimentationsprinzips in der modernen Arbeitswelt stellen, in der inzwischen mehr und mehr Frauen erwerbstätig sind. Die männliche Einverdienstehe gibt es nicht mehr. Das ist ein Auslaufmodell und ein Ausnahmemodell. Das kann nicht der Maßstab für den öffentlichen Dienst sein. Und recht hat die Frau Prof. Ferber. Und deswegen müssen wir uns mit diesem Thema grundständiger beschäftigen. Mein Vorschlag wäre, dass man im nächsten Jahr, in der nächsten Wahlperiode hier auch eine Expertenkommission benennt, die genau in diese Richtung arbeitet. Wie müssen wir den öffentlichen Dienst zukunftsfähig machen? Wie müssen wir die Besoldung so organisieren, dass wir den Ansprüchen des Bundesverfassungsgerichts wehren? Das ist unsere Aufgabe, liebe Kolleginnen und Kollegen, und nicht hier eine kleinkarierte Klittelei an diesem Gesetzentwurf. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Herr Felzhausen, Sie haben sich für eine Kurzintervention gemeldet. Sie haben das Wort. Jetzt aber auch richtig. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, hier fehlen die Rückspiegel. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ja, ich fand es in der Tat beachtlich, Jürgen, wie du dich echauffiert hast über eine Sache, die wir völlig zu Recht angesprochen haben. Und man kann ja gerne noch mal das Video angucken oder sich ins Protokoll vertiefen, die du wortgleich danach rezitiert hast. Wortgleich. Auch du hast den Gedanken von Frau Ferber aufgenommen, die nämlich sagt, diese Einverdienerfamilie, wo der Mann arbeiten geht und die Frau zu Hause am Herd ist, ist doch ein Auslaufmodell. Du hast doch die Zahlen eben auch genannt. 90% der Partnerinnen von Beamten und Beamten sind erwerbstätig. Ich hatte es dann ja in der Aufzählung in meiner Rede irgendwann abgebrochen, weil das sehr viele Zahlen sind. Das weißt du doch. Aber euch fällt nichts Besseres ein, als diesem antiquierten Familienbild, wo die Frau zu Hause bleibt, weil der Mann arbeiten geht, dort noch besonders zu alimentieren. An der Stelle sagen wir, das geht nicht mit uns. Und noch ein zweiter Gedanke. Kurzinterventionen kann übrigens jeder machen hier. Fast jeder. Ein zweiter Gedanke noch. Ja, natürlich haben wir eine enorme Kinderarmut. Und das haben wir auch bei den Beamtinnen und Beamten. Aber wir müssen doch das System vom Kopf auf die Füße stellen, meine Damen und Herren. Kinderarmut ist doch nicht nur ein Problem von Beamtinnen und Beamten. Kinderarmut geht einmal quer durch. Sie geben jetzt den Beamten etwas mehr. Was machen Sie denn mit den Tarifbeschäftigten in der Entgeltgruppe 3? Da möchte ich gerne mal hören, dass Herr Beuth hingeht und sagt, nun ist aber ein ordentlicher Zuschlag für die Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag den Buckel hinhalten. Da ist jetzt ein ordentlicher Zuschlag angesagt. Aber diese Worte höre ich von Ihnen leider vergeblich. Vielen Dank. Ich sehe, Herr Frömmrich möchte erwidern. Dann hat Herr Frömmrich das Wort. Nein, ich glaube, dass die Pirouetten, die du hier versuchst zu drehen, so nicht funktionieren. Das, was wir hier vorgelegt haben, ist ein Gesetzentwurf, der sich auf der einen Seite damit beschäftigt, die lineare Besoldung anzuheben, um auf der Zeitschiene in den Zustand zu kommen, den das VGH und auch das Bundesverfassungsgericht bemängelt haben. Aber auf der anderen Seite, wenn man das Urteil auch des Bundesverfassungsgerichts liest, und wenn man weiß, dass da zum Beispiel auch gerade Ausführungen, breite Ausführungen über die Frage von Familie gemacht worden sind und Kinder und Alimentation von Kindern, ist die Frage, Eltern, also Beamte, die Eltern sind, die Kinder haben, auszustatten, besser auszustatten, ist schon eine Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen. Die Frage über die Höhe, wie das aufgeteilt ist, da kann man ja unterschiedliche Auffassungen drüber haben. Aber dass wir hier in dem Haus, zumindest wir für die regierungstragenden Fraktionen, sagen, dass wir auch großen Wert darauf legen, dass da, wo Kinder sind, dass Familien mit Kindern eine besondere Berücksichtigung brauchen und eine besondere Ausstattung, das haben wir in dem Gesetzentwurf hinterlegt. Und es hat mich schon gewundert, dass ausgerechnet ihr, dass ausgerechnet die Linkspartei dieses Thema Familienzuschläge, also mehr Geld auch da, wo Kinder sind, dass sie oder dass ihr das zum Problem hier macht. Das war der eine Punkt, den ich hier deutlich machen wollte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der andere Punkt ist, dass die Frau Ferber ja hier auch breiter ausgeführt hat. Die Frau Ferber hat ja nicht nur die Beamten in den Blick genommen, sondern die hat ja auch die Tarifbeschäftigten in den Blick genommen. Insbesondere die E1, 2 und 3 hat sie ja angesprochen und die Diskrepanzen, die es da gibt. Dass wir mal darüber nachdenken, dass wir generell eine Debatte brauchen über den Wert von Arbeit, auch im öffentlichen Dienst, und dass wir uns auch darüber Gedanken machen müssen, was steht uns eigentlich bevor, wenn wir die Parameter, die das Bundesverfassungsgericht an die Alimentation der Beamtinnen und Beamten anlegt, was den Abstand zu Leistungsempfängern angeht, wenn wir diese Parameter an den Tarifbeschäftigten anlegen, dann können wir hier aber eine ganz breite Debatte über die Bezahlung im öffentlichen Dienst machen. Und das, finde ich, das ist die Zukunftsaufgabe, die wir hier leisten müssen, über den Wert von Arbeit zu reden und über die Frage, wie alimentieren wir Beamte,
Fachkräfte und wie bezahlen wir unsere Tarifbeschäftigten. Das ist eine Aufgabe hier, aber nicht in dieser Form hier so kleinkariert zu argumentieren, wie das von eurer Seite hier passiert ist. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nun darf ich Herrn Staatsminister Beuth das Wort erteilen. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit dem Gesetz zur weiteren Anpassung der Besoldung und Versorgung leisten wir einen wichtigen und erheblichen Schritt in die richtige Richtung der Besoldung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Meine Damen und Herren, warum ändern wir in Hessen die Beamtenbesoldung? Alle Länder und der Bund, ich wiederhole, alle Länder und der Bund sind durch das Grundgesetz verpflichtet, die Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter angemessen zu besolden. Das Bundesverfassungsgericht hat im Mai 2020 in zwei Grundsatzentscheidungen festgestellt, dass die Richterbesoldung in Berlin und Nordrhein-Westfalen in Teilen verfassungswidrig ist und hat die Rechtsprechung zur Alimentation unserer Richter und Beamtinnen und Beamten völlig, man kann schon sagen, völlig auf den Kopf gestellt. Und meine Damen und Herren, es sind nicht etwa Rückstände, die wir hier in Hessen hätten. Es sind auch keine Streichungen, es sind keine Nullrunden, all das, was ich hier gehört habe. Es stimmt einfach nicht. Es ist, meine Damen und Herren, schlicht und ergreifend falsch. Es ist eine Änderung der Rechtsprechung, auf die wir hier bei der Besoldung nunmehr zu reagieren haben. Das tun wir mit diesem Gesetz, und ich bleibe dabei. Es ist ein wichtiger, es ist ein guter Schritt, meine Damen und Herren. Und so hat in der Verhandlung beim VGH das Gericht auch in der mündlichen Begründung vorgetragen, dass bis zum Mai 2020 die Besoldung in Hessen mutmaßlich rechtmäßig war. Der VGH hat das für die Zeit bis zum Mai 2020, als diese Änderungen der Rechtsprechung gekommen sind, noch einmal unterstrichen. Meine Damen und Herren, wir reagieren nunmehr darauf. Wir reagieren nunmehr darauf, im Gegensatz zu bisher allen anderen Bundesländern und dem Bund, mit einer grundhaften Veränderung, nicht mit einer Mini-Reparatur, wie wir es in einigen Bundesländern schon gesehen haben, sondern wir beginnen eine grundhafte Reparatur der Besoldung nach der Rechtsprechung aus dem Mai 2020. Und, meine Damen und Herren, wir wollen eine verfassungskonforme, wir wollen eine familienfreundliche und faire Besoldung für unseren leistungsstarken öffentlichen Dienst. Und den kommen wir mit den wesentlichen Eckpunkten dieses Gesetzentwurfs auch entsprechend näher. Wir werden zweimal linear am 1. April 2023, also in wenigen Wochen, und ab 1. Januar 2024 die Besoldung für die Dienst-, Amts- und Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter linear um 3% erhöhen. Meine Damen und Herren, wir haben uns dazu entschieden, dass wir nicht nur eine prozentuale Erhöhung über alle nehmen, sondern dass wir einen Punkt aus der Rechtsprechung besonders herausgreifen. Das ist das Thema der Familien und insbesondere dort die Unterstützung unserer Familien bei den Beamtinnen und Beamten und den Richtern. Und Herr Felstehausen, das ist völlig wurscht, ob Sie das Familienbild für antiquiert halten oder nicht, ob es antiquiert ist. Die Frage ist, was das Bundesverfassungsgericht im Moment in seiner Rechtsprechung als Familienbild zugrunde legt. Und dann ist es halt nun mal so, wie es ist. Und danach halten wir uns, daran orientieren wir uns. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir insbesondere im Bereich der Familien mit dem Familienzuschlag von 100 € für das erste und zweite Kind und 300 € für die dritten Kinder und jedes weitere Kind eben eine entsprechende Familienkomponente in unseren Gesetzentwurf eingearbeitet haben. Wir haben gesehen, dass wir durch die Veränderung der Rechtsprechung beim Abstand nach unten ein großes Problem haben. Und deswegen sind wir hingegangen, nicht weil wir der Überzeugung sind, dass wir alles über den Haufen werfen müssen, sondern weil wir gesagt haben, da können wir einen entscheidenden Beitrag leisten. Der trifft nicht so wahnsinnig viele Beamtinnen und Beamte, aber wir können mit der
mit der Abschaffung der Besoldungsgruppe A5 zum 1. April 2023 hier deutlich machen, dass wir dort die unterste Ebene mal heraufheben in die A6. Ob das einer Einzelfallgerechtigkeit am Ende entspricht, da bin ich mir letztendlich auch nicht sicher. Wir haben in der Anhörung viele Argumente dazu gehört, aber es ist ein wesentlicher Beitrag, um eben in der Besoldungsgruppe A5, die Besoldungsgruppe A5 sozusagen dort ein Stückchen hochzunehmen. Wir haben bei den besonderen Problemen in der Grundtabelle in der Besoldungsgruppe R ein paar strukturelle Veränderungen vorgenommen, und wir haben uns ebenfalls vorgenommen, die Mehrarbeitsvergütungssätze allgemein linear entsprechend anzupassen. Meine Damen und Herren, das ist ein Paket, das gibt es nur hier bei uns in Hessen. Das gibt es in keinem anderen Bundesland in diesem Umfang. 657 Millionen Euro in der Ausbaustufe 2024. Ja, meine Damen und Herren, ja, Herr Dr. Hahn, wir haben dort ein Spannungsfeld. Ich habe eben das Spannungsfeld am Ende in der Alimentation beschrieben zwischen dem Leistungsprinzip. Da ist die Frage der linearen Erhöhung und der bedarfsgerechten Alimentation der Familien. Das ist der Familienzuschlag dargestellt. Wir haben ein weiteres Spannungsfeld natürlich zu bewältigen gehabt. Das sind viele gleichrangige Anforderungen in unserem Landeshaushalt, die ebenfalls Berücksichtigung finden müssen. Und das mussten wir in einen Ausgleich finden. Und ich bin den Fraktionen, ich bin Ministerpräsident Rhein und Finanzminister Boddenberg sehr dankbar, dass wir das gemeinschaftlich gestemmt haben, dass wir es geschafft haben, 657 Millionen Euro klarzumachen für unsere Beamtinnen und Beamten, um eben in der Besoldung ein Stückchen voranzukommen, meine Damen und Herren. Und da ist es nicht schäbig, was wir gemacht haben. Es ist nicht schäbig, meine Damen und Herren, sondern, und es sind auch nicht falsche Prioritäten im Haushalt gesetzt. Wissen Sie, was schäbig wäre, wenn jemand uns Schäbigkeit vorwerfen würde, aber selbst keine anderen Prioritäten im Haushalt hier vorgetragen hätte und entsprechende Änderungsanträge in den Haushaltsgesetzen gemacht hätte? Nach meiner Erinnerung, nach meiner Kenntnis habe ich keine entsprechenden Änderungsanträge hier im Hessischen Landtag bei der Plenardebatte oder bei den Haushaltsberatungen in den letzten Wochen gesehen, wo hier die Oppositionsfraktionen hingegangen wären und gesagt hätten, wir nehmen so viel Geld, statt etwas anderes zu finanzieren, in die Hand, um die Besoldung noch weiter zu erhöhen. Das war meiner Ansicht nach nicht der Fall. Und deswegen sage ich Ihnen, der Vorwurf, hier falsche Prioritäten im Haushalt gesetzt zu haben, wäre von demjenigen schäbig erhoben, der uns Schäbigkeit hier vorwirft, meine Damen und Herren. Ich bin erstaunt nach den Vorträgen hier in der Debatte über die Frage der Verfassungsmäßigkeit unseres Gesetzes, dass dann am Ende ganz offensichtlich doch einige hier, obwohl sie vorgetragen haben, dass es ein verfassungswidriges Gesetz sei, ihm entweder zustimmen oder jedenfalls nicht dagegen stimmen wollen, finde ich zumindest erstaunlich. Aber ich wollte es hier nur noch einmal in den Raum gestellt haben. Ich bleibe dabei, ein wichtiger, erheblicher Schritt in die richtige Richtung für rund 104.000 hessische Landesbeamtinnen und Beamte sowie 85.000 hessische Versorgungsempfänger. Es ist ein Gesetz, was es nur hier bei uns in Hessen gibt, ein entsprechend wirklich weiter Schritt in der Reparatur unserer Besoldung. Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie dem heute hier zustimmen wollen. Vielen Dank. Vielen Dank. Mir ist mitgeteilt worden, dass eine dritte Lesung gewünscht ist. Ich sehe Zustimmung. Dann überweisen wir den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der dritten Lesung in den INA. Zum Ende der heutigen Plenarsitzung darf ich noch auf einen Mandatswechsel hinweisen, den ich vereinbarungsgemäß erst heute Abend aufrufe.
Für den verstorbenen Abgeordneten Ismail Tippi ist gemäß § 40 Absatz 2 des Landtagswahlgesetzes Herr Marvin Flatten Abgeordneter des Hessischen Landtags geworden. Die Feststellung über die Nachfolge nach § 40 Absatz 5 Satz 1 Landtagswahlgesetz hat der Landeswahlleiter am 6. Februar 2023 getroffen. Sehr geehrter Abgeordneter Flatten, ich darf Sie ganz herzlich in unserem Hause begrüßen, und wir alle freuen uns auf die Zusammenarbeit. Herzlich willkommen. Ich darf Sie dann noch auf einen Fraktionsaustritt hinweisen. Die Abgeordnete Frau Claudia Papst-Dippel hat mir mit Schreiben vom 27. Januar 2023 mitgeteilt, dass sie aus der Fraktion der AfD ausgetreten ist. Zu allerletzt darf ich Sie zudem noch auf zwei Geburtstage hinweisen. Auch das haben wir miteinander vereinbart, dass wir das erst heute Abend aufrufen. Zunächst darf ich nachträglich ganz herzlich Frau Claudia Papst-Dippel zu ihrem 60. Geburtstag gratulieren. Sie hatten im Januar Geburtstag, also herzlichen Glückwunsch nochmal dazu nachträglich. Und dann darf ich heute noch dem heutigen Geburtstagskind gratulieren. Herr Dimitri Schulz feiert heute seinen 36. Geburtstag. Ich habe im Namen des Hauses bereits die Glückwünsche und eine Flasche Wein überbracht. Alles Gute für Sie. Und jetzt darf ich nur noch darauf hinweisen, das betrifft nicht mehr jeden hier im Haus, dass der Innenausschuss jetzt im Sitzungsraum 501a tagt. Die Sitzung ist geschlossen. Dankeschön. Schönen Abend.